Ich habe gerade schon mal eine Umfrage hochgeschaltet. Es fehlen zwar noch einige. Also vielleicht einfach mal unten in diese Umfrage eingibt. Die ersten machen das schon gerade. Bin ich fast unter Kollegen oder sind es Interessierte da? Es befriedigt ehrlich gesagt meine persönliche Neugierde. Angemeldet sind noch einige andere. Ich vermute, die tröpfeln jetzt so in den nächsten Minuten noch rein. Also ich sehe gerade sowohl als auch, es sind in der Mehrzahl Kollegen da, ist aber auch einfach jemand da, der interessiert ist. Ich denke, das, was ich heute vorhabe zu erzählen, ist für beide Seiten geeignet. Und ich quassel mich schon mal so langsam rein. An alle Teilnehmer. Es ist so, dass ich während des Vortrags ist es nicht möglich, dass die Teilnehmer etwas sagen. Sie können, oder ich bleibe jetzt erstmal beim Ihr, weil viele kenne ich auch und ich nehme jetzt einfach für heute Abend mal die Freiheit, alle zu duzen, das ist einfacher. Ihr könnt unten im Chat Fragen stellen, die gucke ich mir dann zwischendurch vielleicht, aber auf jeden Fall hinterher an. Und es gibt auf jeden Fall hinterher eine Fragerunde. Der Jochen unterstützt mich ein bisschen in der Moderation und wird den Chat auch im Auge behalten, wenn es technische Fragen zum Beispiel gibt. Kann bei Webinaren immer mal vorkommen, dass man wieder rausfliegt, dann einfach mit dem Anmeldelink, mit dem man eben reingekommen ist, nochmal neu hier anmelden. Ja, gibt es sonst noch Wichtiges zu erzählen? Ich glaube nicht. Okay, dann beende ich mal Umfrage und starte mit dem eigentlichen Webinar für heute. Mein Name ist für die, die mich nicht kennen, Hildegard Nobis. Ich bin Heilpraktikerin in der Nähe von Aachen in Stolberg, habe mich spezialisiert auf ganzheitliche Frauenheilkunde und habe dieses Webinar vor einer ganzen Zeit schon mal gehalten. Und wir brauchten halt ein Webinar, um unsere neue Plattform bei den Heilpraktikerforen mal im Live-Betrieb auszuprobieren. Wenn es also an der einen oder anderen Stelle technisch noch hakt, bitte ich das jetzt schon zu entschuldigen. Wir tun unser Bestes. Ja, ich habe vorher als Krankenhausseelsorgerin für viele Jahre gearbeitet an der Universitätsklinik in Aachen, habe da schon mit Schwerpunkt die Gynäkologie betreut, sodass es im Grunde eine ja, organische Fortführung war, dass ich mich dann auch in der Naturheilkunde auf ganzheitliche Frauenheilkunde spezialisiert habe. Was haben wir heute vor? Ich lade Sie heute ein zu einer recht spannenden Reise, wie ich finde. Es ist einmal ein Blick in die Medizingeschichte, die Medizin, die außerhalb der Universitäten stattgefunden hat und das über viele Jahre. Wir streifen mal kurz das Thema der Hexenverfolgungen. Da gibt es nämlich viel Irrglaube auch so im Volk. Dann der männliche Blick auf das weibliche Geschlecht. Wie funktioniert eigentlich Forschung? Wie funktioniert Medizinforschung heute? Dann ein Wort, was immer mehr in das Bewusstsein der Menschen gerät. Für manche wird es aber auch ganz neu sein. Die sogenannte Gendermedizin. Und dann, ja, wie kann zeitgemäße Medizin heute sein? Und zum Abschluss ein Blick auf die, ja, eigene Weiblichkeit und vielleicht auch die eigene Männlichkeit. Ich sehe so in der Teilnehmerliste, wir haben ja durchaus heute gemischt, was ich immer schön finde. Ich habe mich gefragt, wann gab es denn wohl die erste Ärztin, die so genannt wurde? Und das ist erstaunlich früh. Die früheste Erwähnung einer Ärztin und Hebamme findet sich im antiken Griechenland auf einer Grabstelle. Phanostrate aus Menini, Antiqa im 4. Jahrhundert vor Christus. Es sind Inschriften, es sind Grabbeigaben erhalten und sie wird dort bezeichnet als Hebamme und Ärztin. In der Medizin des Altertums gab es eigentlich diesen Berufsstand als Ärztin so nicht.
wie er uns heute bekannt ist. Es war einfach so, wer des Heilen mächtig war, der hat geheilt, ohne Wenn und Aber. Und was ja, wir als Heilpraktiker ja eigentlich auch wiederentdeckt haben, sag ich mal, ist eine Verbindung von Spiritualität und Heilen. Ah, die Präsentation war kurz weg. Ich hoffe, die ist wieder da. Sonst warte ich jetzt nämlich 2 Minuten. Sagt ihr mir im Chat mal kurz Bescheid, wenn die Präsentation wieder da ist? Alles klar, ist wieder da. Es war eine Verbindung von spirituellem und körperlicher Behandlung, war damals absolut selbstverständlich. Es war gar nicht anders denkbar, dass der Mensch, der erkrankt ist, auch mit Gebeten, mit Ritualen behandelt wird und eben nicht nur der kranke Arm, die kranke Lunge oder was auch immer. Was dann ja über viele Jahre, ja, sag ich mal, verloren gegangen ist. Im Mittelalter fing die, ja, organisierte Medizin, nenne ich sie mal, an. Es wurden ab dem 8. Jahrhundert Klosterschulen gegründet und darin auch unterrichtet. In der damaligen Zeit wurden in diesen Klosterschulen ausschließlich Jungen unterrichtet. Und ab 1200 ungefähr entstanden die ersten Universitäten. Und hier erst bildete sich dann auch der uns heute bekannte Berufsstand der Ärzte heraus. Der war damals übrigens ganz streng getrennt von der schneidenden Zunft, also dem, was man heute als Chirurg bezeichnen würde. Der Chirurg war früher kein Akademiker. Und erst 1873 schlossen die letzten Chirurgen Schulen. Das ist übrigens der Grund, warum in Ärztewitzen heute noch die Chirurgen eigentlich so typisch immer wegkommen als, naja, nicht so intelligent, ein bisschen grobschlächtig. Das hat eigentlich da noch seinen Ursprung. Ab dem 16. Jahrhundert gibt es dann deutliche Bemühungen, den Berufsstand weiter zu etablieren. Und das hatte immer schon im Blick, auch von anderen Heilberufen abzuwehren, die es immer gab. Universitäten waren auch damals noch in den Händen der Kirche und Frauen wurde zumindest nördlich der Alpen der Zutritt verwehrt. Es gab einzelne Frauen, die in Italien schon im Mittelalter auch Medizin studiert haben. Und die akademische Medizin war zumindest sehr lange Zeit eine reine oder fast reine Männerbastion. Erst in die Neuzeit, zu Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde übrigens die Gynäkologie zu einem eigenständigen Lehrfach. Bis dahin war sie Teilbereich der Chirurgie. Und ich kann mir manchmal so den Eindruck nicht verwehren, dass es da auch noch im Selbstverständnis Reste gibt, dass sich viele, vor allen Dingen universitäre Gynäkologen, sehr der operativen Technik verschreiben und manchmal weniger anderen. Die erste Ärztin in Deutschland war Hope Bridges Adams Lehmann. Eine ganz spannende Frau, von der es auch eine sehr gute Autobiografie gibt. Und sie war die erste Frau, die nördlich der Alpen ihr Medizinstudium 1873 begann. Aber es dauerte halt noch viele Jahre, bis Frauen in der Medizin normal wurden. Und so ein bisschen ein Streifzug über ihre Geschichte. Sie ist Britin, kam 1873 mit ihrer Mutter nach Deutschland. Und in Deutschland gab es zur damaligen Zeit keine Mädchengymnasien. Da konnte man tatsächlich noch lesen, Frauen, Mädchen wären intellektuell nicht in der Lage, Latein zu lernen, also ein Gymnasium zu besuchen. Hope hatte in England Latein gelernt, konnte das fließen. Damals wurde an den Universitäten ausschließlich in Latein unterrichtet, nicht in der jeweiligen Landessprache. Und ab 1873 gab es bei der Universität in Leipzig halt die Möglichkeit für Frauen als Gasthörer zugelassen zu werden. Das heißt, sie war keine eingeschriebene Studentin. Hope hat also am Studium teilgenommen, hat dann ihr Examen nur heimlich gemacht, weil ein Professor sie wohl sehr mochte, hat er sie dann gelassen. Aber es hat
ewig gedauert, bis ihr die Anerkennung und auch der Doktortitel, den sie zwischendurch gemacht hat, anerkannt wurde. Und obwohl sie eigentlich nicht praktizieren durfte, eröffnete sie mit ihrem Mann, mit ihrem ersten Mann, der Arzt war, eine gemeinsame Praxis und hat angefangen zu praktizieren. Sie hat dann die erste Frauenklinik in München gegründet und das war für die damalige Zeit ungeheuer modern. Arme Frauen sollten, wenn sie entsprechend krank sind, ein Einzelzimmer bekommen können. Angehörige wurden in die Pflege eingebunden. Es durften Angehörige bei einer Geburt anwesend sein. Also ich kann mich noch erinnern, als ich entbunden wurde vor fast 50 Jahren, war es undenkbar, dass ein Angehöriger mein Vater oder wer mit im Kreißsaal gewesen wäre. Und eben die Familien wurden zum Teil im Krankenhaus mit einquartiert, konnten so bei der Pflege helfen. Da ging es auch eindeutig darum, Kosten zu sparen, um wirklich möglichst allen Menschen eine Krankenhausbehandlung ermöglichen zu können. Sie behandelte vor allem Frauen und ist quasi die erste Frauenärztin Deutschlands geworden. Im Rahmen ihrer Tätigkeit nahm Hope auch sehr viele, es wird wirklich von einigen 100 Abtreibungen vor. Das Problem war, Abtreibungen waren damals verboten, es sei denn, das Leben der Mutter war in akuter Gefahr. 1914 musste sich Hope dafür vor Gericht verantworten und sie wurde freigesprochen. Und das Faszinierende für mich ist, damals tauchten da ein Großteil der männlichen Kollegen, sie war ja die einzige Frau aus dem Universitätsklinikum München vor Gericht aus, um für sie zu werben und für sie einzustehen. Und ja, halt, dass sie weiterarbeiten konnte. Konnte sie dann auch. Sie ist dann allerdings sehr früh im Alter von 61 Jahren, ich meine mich zu erinnern, an einer Lungentuberkulose, bin mir aber gerade nicht ganz sicher, gestorben. Es gab neben der universitären Medizin immer auch eine nicht-universitäre Medizin. Die Geburtshilfe war lange einzig Sache der Hebammen. Chirurgen, Ärzte wurden wirklich nur im Notfall zu einer Geburt hinzugezogen, in der Regel bei einem notwendigen Kaiserschnitt, der ja ganz anders gehandelt wurde als zu unserer Zeit. Zur nicht-universitären Medizin gehören die Hebammen, deren Ausbildung ist auch bereits seit dem 15. Jahrhundert gesetzlich gesichert. Und zu allen Zeiten gab es heilkundige Frauen und auch Männer, die mit ihrem Wissen über Pflanzen Menschen behandelten, Menschen heilte. Ich komme selber vom Dorf und da war ganz klar, da gab es in dem Dorf die Kräuterhex und es gab jemanden, der Warzen besprechen konnte und es gab den Einrenker, der dann oft Bewegungsapparat behandelte. Bekannt aus der nicht-universitären Medizin, den Ausflug erlaube ich mir mit meinem Vornamen jetzt einfach mal, ist die Hildegard von Bingen. Hildegard wurde 1098 in Wermersheim in Rheinland-Pfalz geboren, an der Nahe, und ist am 17. September 1179 auf dem Rupertsberg bei Bingen in Rheinland-Pfalz gestorben. Hildegard hat sehr viele Schriften hinterlassen. Dazu zählen zwei medizinische Schriften, wo man aber auch dazu sagen muss, dass bei den medizinischen Schriften die Originalität von der Hildegard von Bingen relativ umstritten ist. Wenn Interesse besteht, ich habe dazu auch noch ein fertiges Webinar, was sich nur um Hildegard dreht, kann ich dann gerne mal zeigen. Zwei Schriften gibt es, die ihr, ich nenne es mal vorsichtig, ihr zugeschrieben werden. Das eine ist die Causa et Cura, die Lehre von den Krankheiten und ihrer Heilung. Und das zweite große Werk ist die Physica, die Kraft der Natur. Bei der Physica ist es so, dass Hildegard Pflanzen beschreibt, Bäume, aber auch Steine, Tiere, Edelsteine. Daher kommt auch die Steinheilkunde. Und ja, die Hildegard-Medizin hat so in den letzten Jahren ja einen ziemlich großen Renaissance auch erlebt, aber dazu mehr an anderer Stelle. Dazu habe ich jetzt eine Umfrage nochmal. Moment, jetzt muss ich technisch gucken. Und zwar ist meine Frage,
Wann fanden, glaubt ihr, die Hexenverfolgungen statt? Ihr müsstet auch, wenn das funktioniert, mehrfach, also mehrere Antworten anklicken können. Jo. Ich weiß nicht, ob ich die Umfrageergebnisse teilen kann, deshalb erzähle ich sie jetzt gerade mal. 78% datieren sie ins späte Mittelalter, 50% in die Neuzeit, also ab dem 16. Jahrhundert, Hochmittelalter 11. bis 13. Jahrhundert und frühes Mittelalter sagen 25%, Hochmittelalter sagten 50%. Das habe ich so im Grunde auch erwartet. Ist die Präsentation jetzt wieder zu sehen? Frage mal im Chat kurz. Ja, alles klar, gut, danke. Die meisten denken, die Hexenverfolgung wäre so im Bereich Mittelalter rum gewesen. Das ist ein Irrtum. Hexenverfolgung gab es zum einen zu allen Zeiten und in fast allen Kulturen. Im engeren geschichtlichen Sinne, wenn man von Hexenverfolgung spricht, spricht man um eine Zeit von 1450 und die endete so um 1750. Und jetzt guckt, späte Mittelalter wird datiert bis 1500. Das heißt, die Hexenverfolgung fand in den letzten 50 Jahren vielleicht des Mittelalters statt und fand vor allen Dingen in der Neuzeit statt. Es ist in ganz vielen Köpfen drin, es ist das düstere Mittelalter mit den Hexenverfolgungen. Irrtum. Die Hauptzeit der Hexenverfolgung war eindeutig in der Neuzeit. Und da ich Spaß an Umfragen habe und wir die auch ausprobieren, ist die nächste Frage: Was glaubt ihr, von wem, Moment, die Hexenverfolgungen ausgingen? War das eher eine Geschichte von der Kirche oder war es eher eine Geschichte vom Staat? Siebenundachtzig% meinen, es war die Kirche. 12% meinen, es war der Staat. 12% haben recht. Denn Hexenverfolgungen geschichtlich gesehen wurden vom Staat inszeniert. Sie fanden ihren Höhepunkt in Zeiten der Not des Krieges, Entschuldigung, vor allen Dingen auch im Dreißigjährigen Krieg. Was bekannt ist, ist die kirchliche Inquisition, wie wir sie auch kennen aus zum Beispiel Umberto Eco, der Name der Rose. Die hatte gar nicht die Kräuterfrauen im ersten Fokus, sondern denen ging es um Leute, die der reinen Lehre abtrünnig waren. Ich halte das deshalb nicht für besser, aber die Mehrzahl der Frauen, die verbrannt wurde, die landeten vor staatlichen ja, Gerichten, die eigentlich nicht wirklich Gerichte waren, die konnte jeder da anschwärzen. Also wenn der Nachbar meinte, die Frau mag ich nicht, dann konnte der die anschwärzen. Und die war, wenn sie von dem staatlichen Gericht kam, tatsächlich so gut wie tot schon. Kirche führte dann was ein, sowas wie die erste Strafprozessordnung. In der Kirche hatte die Frau es gelebt, ja eigentlich besser, wenn sie in dieses System geriet, weil ihr stand tatsächlich eine Verhandlung zu. Und in den meisten Verfahren vor der Kirche wurden Frauen freigesprochen. Man kann auch einfach sagen, Frauen waren denen nicht so wichtig. Der Kirche und der kirchlichen Inquisition ging es tatsächlich mehr um sogenannte Heretiker, also Leute, die nicht dem reinen Glauben frönten. Das macht es um keinen Deut, finde ich, besser. Aber war so. Aber egal von wem es ausging, sicherlich sind in der Zeit viel heilkundliches Wissen, was auf Scheiterhaufen verbrannt worden ist.
Wann, da wir schon in der Neuzeit sind, erstaunlicherweise mit Hexenverbrennungen, gehen wir mal in die Jetztzeit. Neben Ärzten, die Kollegen, die da sind, wissen das natürlich, gibt es in Deutschland ja nur eine zweite Berufsgruppe, die die Heilkunde selbstständig ausüben kann, Heilpraktiker. Wir unterliegen da einigen Beschränkungen bis heute. Wir dürfen einige Infektionskrankheiten nicht behandeln, sexuell übertragbare Krankheiten nicht. Und es ist erst seit 2001 Heilpraktikern erlaubt, Geschlechtsorgane zu untersuchen und zu behandeln. Das heißt, den Praxisschwerpunkt, den ich habe, hätte ich vor 2001 gar nicht wählen können. Auch ein Grund, warum noch relativ wenige Praxen, wobei es wird deutlich mehr, sich auf Frauenheilkunde auch bei Heilpraktikern spezialisiert haben. Medizin ist bis heute, ich nenne es den männlichen Blick auf das weibliche Geschlecht. Klinische Studien werden bis heute fast ausschließlich an jungen und gesunden Männern gemacht. Die haben nämlich keine Periode, damit keine Zyklusschwankungen und Tests an Frauen wären deutlich aufwendiger und damit auch deutlich teurer. Und das fand ich den Hammer, als ich das mal gelesen habe. Auch bei Tierversuchen wird in der Regel an jungen männlichen Mäusen geforscht, weil auch da die weiblichen Mäuse, die ja wie alle Säugetiere auch einen Zyklus haben, einfach ja, zu aufwendig wären. Die bieten keine reproduzierbaren Ergebnisse. Nur angewendet wird es hinterher an den Frauen, genauso wie auch den Männern. Ich behaupte, dass der Blick auf die Frau bis heute ein weitgehend männlicher ist, denn auch die Gynäkologie ist bis heute in weiten Teilen immer noch von Männern, vor allem die universitäre, von Männern geprägt. Und ich sag mal, Männer haben so oft die Grundüberzeugung, ein Problem ist dazu da, gelöst zu werden. Meine Freundin sagt das immer so nett. Männer haben so das Mützchen auf und den Handwerkerkoffer in der Hand und jetzt gehen wir da eben an und lösen das. Das sind in der Regel sehr schnelle Lösungen, sehr auch rabiate Lösungen. Was jetzt kommt, ist so ein Sammelsurium. Ich nehme häufiger an Fortbildungen für Gynäkologen teil, habe da auch schon ganz viel gelernt, aber kriege da immer wieder so ein paar Klopper um die Ohren, die ich dann wirklich erwähnenswert finde. Vor einem Jahr in der Fortbildung wörtlich gehört, die Monatsblutung ist unnatürlich und gehört unterdrückt. Er meint am besten dauerhaft die Pille geben und nur wenn die Frau gebären will, sollte man die absetzen. Alles andere wäre nicht natürlich. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Schwangerschaft ist eine Erkrankung. Das erlebe ich leider bei vielen Schwangeren, die ich betreue, auch, dass viele Ärzte ja auch den Frauen nicht mehr das Gefühl geben, dass das ein ganz natürlicher und wundervoller Vorgang ist, sondern das ist erstmal Gefahr und so weiter. Wechseljahre sind ein Zeichen von Defizit und gehören möglichst unterdrückt. Auch das ist kein halbes Jahr her, dass ich das noch mal gehört habe. In der Gynäkologie wird auch im Moment Wechseljahre definiert als Hormonmangelsituation. Und damit haben per Definition alle Frauen, die ganz natürlich in den Wechseljahren sind, einen Mangel und ein Mangel muss ausgeglichen werden. Obwohl sich da in den letzten Jahren tatsächlich ein Wandel abzeichnet, ich stelle fest, dass etwas weniger offensiv mit künstlichen Hormonen gearbeitet wird, sich immer mehr Frauen auch dafür interessieren, was gibt es für natürliche Alternativen oder naturidentische Alternativen. Frauen sind selbstbewusster geworden und auch Ärzte konnten halt irgendwann die Nebenwirkungen von Hormonen nicht mehr leugnen. Ein ganz ja, relativ neuer Bereich ist die sogenannte Gendermedizin. Was ist das überhaupt? Gender ist der Ausdruck für das soziale Geschlecht, während der medizinische Ausdruck Sex für das rein biologische Geschlecht steht. Soziales Geschlecht meint, wie lebe ich? Und ich erlebe häufig in der Praxis Frauen, die ihren Mann stehen, wie man ja so sagt, die auch relativ männlich wirken. Es sind oft Frauen in Männerberufen. Nicht selten stelle ich bei denen auch Hormonschwierigkeiten fest. Zum Beispiel ist das
männliche Hormon, das Testosteron, bei denen auffallend häufig stark erhöht. Also das soziale Geschlecht heißt, wie lebe ich, unter welchen Bedingungen lebe ich? Und das tue ich mit meinem biologischen Geschlecht. Frauen werden anders krank, weil wir anders leben und weil wir in einem anderen Körper leben. Und ja, was ist, da habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt vor einigen Jahren. Die Vera Riegel-Zakrocek ist Leiterin des Instituts für Geschlechterforschung an der Medizin an der Charité in Berlin. Ist eine unglaubliche Powerfrau und ich hatte das Glück, vor einer Weile bei ihr eine Fortbildung machen zu können. Sie selber ist von Herkunft her Gynäkologin und Quatsch, nicht Gynäkologin, nein, sie ist von Herkunft her Kardiologin. Und hat also speziell im Bereich der Kardiologie, da liegen auch die meisten Studienergebnisse inzwischen vor, geforscht. Wie ist das eigentlich mit dem Unterschied zwischen Männern und Frauen? Werden die anders krank? Und vor allen Dingen auch, ich habe eben beschrieben, wie Medikamente entwickelt werden, reagieren die anders auf Medikamente? Und das war dann tatsächlich ziemlich beeindruckend, was sie so erzählt hat. Denn Frauen reagieren auf einige Medikamente komplett anders als Männer. Und das hat sich in der Medizin wirklich noch nicht rumgesprochen. Wenn man Frauen mit Herzschwäche klassische Digitalis gibt, zeigen Studien, bei Frauen wirken sie schlechter, die Sterblichkeit steigt sogar oft an. Also das ist statistisch nachweisbar, steigt die an und muss völlig anders in der Regel niedriger dosiert werden als bei Männern. Frauen reagieren anders auf Beta-Blocker. Auch hier ist die Standarddosierung oft zu hoch. Das dürfte bei den unterschiedlichen Beta-Blockern unterschiedlich aussehen. Da gibt es aber im Moment einfach noch keine ausreichenden Studien, weil das Interesse da auch nicht sonderlich groß ist, warum auch immer. Frauen reagieren anders auf Antidepressiva. Sie reagieren anders auf Tumortherapeutika und auf fast alle sonstigen Medikamente gegen Herzschwäche. Ich habe ganz oft gesehen, dass gerade ältere Frauen, die Medikamente nehmen mussten fürs Herz, mir erzählt haben in der Anamnese, ja, der Doktor hat mir das und das verordnet in der Dosierung, wissen Sie, das vertrage ich nicht, ich nehme weniger und da fühle ich mich besser mit. Diese sehr subjektive Aussage der Frauen ist bestätigt eigentlich oder wird bestätigt von den Studien, die in Berlin in der Charité gemacht worden sind. Was für mich auch ganz spannend ist und in der täglichen Praxis ist, dass festgestellt wurde, Frauen, auf die folgende Dinge zutreffen oder zugetroffen haben, haben ein signifikant höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind sogenannte PCOs, für die, die es nicht wissen, das sind polyzystische Ovarien. Es ist eine Erkrankung der Eierstöcke, die auch oft mit Fruchtbarkeitshormonen einhergeht. Wenn die erste Menstruation spät, und als spät rechnet man später als mit 14 Jahren eingetreten ist, wenn die Frau in ihrem Leben an immer wiederkehrenden Zyklusstörungen litt oder leidet, Frauen, die früh in die Wechseljahre kommen, früh meint hier um das ab dem 45. Lebensjahr ungefähr, also schon deutlich Wechseljahrssymptome zeigen. Wenn sie eine Schwangerschaftsdiabetes hatten oder sogar eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung. Ich stelle fest, bei 90% meiner Patientinnen trifft einiges auf der Liste zu. Klar, die kommen ja zu mir, weil sie Probleme haben. Und für mich heißt die Konsequenz bei den Frauen Herz-Kreislauf, sonstige Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gut im Blick zu haben. Da einfach darauf zu achten, die Frauen vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass sie da gut auf sich aufpassen müssen. Dann gilt es halt, die anderen Risiken so gut wie möglich zu reduzieren.
Und das ist halt ein Problem, das betrifft einfach nur die Frauen. Wie sollte also wirklich eine zeitgemäße Medizin heute aussehen? Klar, die Forschung sollte sich mehr auf Frauen ausrichten, auch wenn die Erprobung von Medikamenten an Frauen teurer ist, aber es wird hinterher auch uns Frauen geben. Und es kann sein, es gibt Vermutungen, aber noch keine belegten Studien, dass wir Frauen auch im Laufe des Zykluses auf die ein und dasselbe Medikament unterschiedlich reagieren. Es würde mich nicht wundern, nach allem, was ich über Hormonsysteme weiß. Und ich beobachte häufig, dass ich bei meinen Patientinnen Beschwerden in der einen oder anderen Zyklushälfte mal verstärken und mal auch wieder weggehen, dass die so richtig, ja, Wellen machen. Ich kann die Medizin nicht ändern, wie sie derzeit ist. Das heißt, ich freue mich über alle Frauen, die sich über ihren Körper, über alles, was da an Vorgängen drin ist, gut selber informieren, auch gut dafür selber eintreten. Ich sage immer, meine Lieblingsdisziplin in der Praxis ist, ich erkläre unglaublich gerne und viel. Das mache ich wirklich gerne. Und was einfach so ist, wer seine eigene Weiblichkeit gut annehmen kann, sich darin wohlfühlt, der ist weit weniger gefährdet, auch an diesen Organen zu erkranken. Ich habe eine Frage und bitte einfach mal so um ein paar Stichworte im Chat. Geht an Männer und Frauen. Bei so ersten Assoziationen, was bedeutet eigentlich alt werden? Welche Gedanken kommen Ihnen da in den Kopf? Besser werden. Weiser werden, aber auch weniger Beweglichkeit, reifen. Mehr Erfahrung, aber auch Krankheiten. Eventuell Großeltern werden, gelassener. Nachlassende Kräfte. Wenn ich diese Frage, ich habe das Webinar ein paar Mal schon als Vortrag hier in der Gegend gehalten, vor, ich sag mal, reinen Laientruppen. Wenn ich das da frage, kriege ich als Antwort krank, gebrechlich, hilfsbedürftig, weniger wertvoll. In den Vorträgen, die ich gehalten habe, habe ich ganz selten mal auch die positiven Seiten gehört, wie sie ja auch hier zum Chat waren, ja beide Seiten gut treten. Weil älter werden kann auch bedeuten, weise, Lebensgefahr, gelassen, frei von Zwängen zu sein. Und es ist oft eine Frage, wie ich ja es selber auch deute. Natürlich kommen mit dem Alter auch körperliche nachlassende Fähigkeiten und oft auch Erkrankungen dazu. Das ist einfach so, weil der Körper altert. Aber es ist auch eine Frage, wie man Alter definiert. Und ich habe was ganz Spannendes irgendwann mal gefunden. In der japanischen Kultur, die ja älteren und sehr alten Menschen einen unglaublichen Respekt erweist. In der ARD oder ZDF-Mediathek gibt es irgendwo noch im Moment einen Film, Die alten Menschen von Honshu. Das ist sehr beeindruckend, wie die mit ganz alten Menschen umgehen. Und das Spannende ist, das Japanische ist eine sehr bunte Sprache, die eigentlich auch sehr fein alles ausdrückt. Im Japanischen gibt es kein Wort für Hitzewallungen. Weil ob sie gar nicht vorkommen, auf jeden Fall war es noch nicht mal wert, dem Phänomen einen Namen zu geben. Und ich denke, dass das tatsächlich auch was damit zu tun hat, wie wird alt werden gesehen, wie wird älter werden gesehen. Es ist halt eine Frage des Blickwinkels. Hilfe, ich bekomme Falten, meine Kräfte lassen nach, meine Haut ist nicht mehr straff, ich muss mich um meinen Körper viel mehr kümmern.
Ich habe mal einfach andere Blickwinkel dagegen gesetzt. Ich bekomme Falten. Heinz Erhardt hat mal gesagt, Falten sind Haltestellen der Gesichtszüge. Meine Kräfte lassen nach, kann auch heißen, ich darf mir mehr Ruhe gönnen. Wer sagt eigentlich, dass eine 50- oder 60- oder 70-Jährige noch das Tempo mithalten muss, was 20- und 30-Jährige anschlagen? Meine Haut ist nicht mehr schraff. Ich kann auch sagen, ich werde weicher. Ich muss mich mehr um meinen Körper kümmern oder ich kann mich mit Aufmerksamkeit mir selber widmen. Es ist manchmal nur ein kleiner Wechsel. In der zweiten Lebensphase sind meiner Beobachtung nach zwei Dinge für viele Menschen oft wieder, manchmal auch erstmals wichtig. Das eine ist Glaube und das andere ist Natur. Ganz viele erzählen, ja, dass sie plötzlich viel mehr in die Natur gehen, dass sie plötzlich über spirituelle Dinge, wie auch immer man die nennen mag, anfangen nachzudenken. Es ist tatsächlich offensichtlich auch ein Phänomen der zweiten Lebensphase. Ich bin am Ende mit meinem kurzen Webinar und würde jetzt den Modus ändern. Das müsste ich auch kennen. Das heißt, Fragen können entweder unten in den Chat eingegeben oder es gibt so ein Handsymbol. Wenn man darauf klickt, dann sehe ich das hier und kann, wenn Sie, wenn ihr ein Mikrofon habt, euch auch direkt freischalten. Ich sehe keine Fragen. Okay, Antje, man muss sich auch keine ausdenken. Ja. Ich hoffe, es hat allen gut gefallen. Dann kommt unten danke für den Vortrag. Habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe eine Frage noch, die ich an den Jochen noch weitergebe, dann. Ich hatte wieder Probleme, hatten wir beim Ausprobieren auch schon, mich hier in den Chat mit dem Link einzuwählen. Ist das mein persönliches Problem oder gab es die Probleme, hier in den Raum zu kommen, auch bei anderen Leuten? Okay. Also Martina hatte auch die Probleme, bei den anderen scheint es gut funktioniert zu haben. Jochen, warum das bei wem so ist, verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, aber schau mal, ob ich das Problem irgendwie im Griff kriege. Gut, weil wenn die Gruppen größer werden oder so, ist dann halt blöde. Ja, Wir wissen klar. natürlich jetzt nicht, wir hatten mehr Anmeldungen, gab es Leute, die es dann aufgegeben haben. Ja, Aber die aber das können Rückmeldung wir kriegen wir nachfragen. vielleicht dann auch übers Forum. Ja. Genau. Können wir im Forum dann nochmal nachfragen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Okay. Ich für meinen Teil bin dann durch. Betriebssystem, meint der Daniel, könnte ein Thema sein. Also ich habe einen Windows 7 Rechner und arbeite mit Chrome, falls das irgendwem hilft. Bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, einen anderen Browser zu probieren, weil normalerweise Chrome relativ stabil bei sowas ist. Okay, Martina arbeitet mit iOS, also es sind zwei völlig unterschiedliche Systeme. Zack, ja, das fragen wir im Forum nochmal ab. Wer da jetzt Zeitnummer hat und wer Probleme gehabt hat und welches Betriebssystem.
Ja, Das ist schon das Sinnvollste. denke ich auch. Okay. Von meiner Seite war es das. Ich danke euch. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Tschüss zusammen. Jochen, danke dir. Bitte, bitte, Hat kein Problem. technisch gut geklappt. Fand ich gut jetzt. Ja, ich denke auch. Und die Aufnahme Okay. bekommst du dann. Okay, dann muss ich mir anhören, was ich erzählt habe. Ist gut. Okay, Ich tschüss. finde das manchmal sehr spannend. Ciao. Ja.